Hallo. So, ich glaube, ich muss hier jetzt mal beginnen mit meinem Aufnahmemarathon. Oder so, jetzt wo die beiden hier Teenie sind, muss ich mal abchecken hier, was geht, ne? So, es ist ein paar Tage her, dass jemand geschrieben hatte, ob ich das Haus vielleicht mehr einrichten könnte. Ja, ich habe ja auch noch einiges im Inventar. Klar ist es möglich, aber ich weiß nicht wirklich wie oder was ich hier noch zusätzlich reinstellen soll, ohne dass das Haus dann irgendwie überfüllt aussieht, wisst ihr? Ich kann auf jeden Fall einen Blumentopf hier mal hinstellen, aber vielleicht eine Etage höher. Hier oben. So. Hier oben sieht ja ganz süß aus. Da könnte man auch zur Not immer noch ein Zimmer einrichten oder so. Ich stelle halt eins mit. Ja gut, stimmt schon, das sieht hier unten noch ein wenig leer aus, das ist richtig. Aber wir könnten ja dann auch zum Beispiel schon mal ein paar Stühle mehr hier hinstellen. So, dann vielleicht Dekoration. Einen schönen Teppich hier vorm Fernseher. Was Schlichtes vielleicht. Was Schönes, Schlichtes. Ist der schön? Ne, der ist nicht schön. Ne, der ist nicht schön. Ist derselbe? Ne, das sieht voll dunkel aus. Ne, finde ich uncool. Ne, was ist das? Was ist da drauf? Ach, vom Campus. Ach so. Schönen Streifenhörnchen-Style hier. So, ne, sieht aus wie ein Holzboden. Ne. Ach, ja. Schön buntes hier. Eine Blume. Ach, der ist ja nur klein. Ja, super. Warum gibt es den nicht in groß? Ah. Wunderschön. Ja, ich weiß nicht. Was sollen wir denn hier noch einrichten? Ich meine, gut, die Hütte ist ein bisschen klein hier. Man sieht es schon am Zimmer von Roselle. Die müssen sich hier stapeln. Ach ja, die Kiddies sind ja jetzt Teenies, dann brauchen sie auch kein Puppenhaus mehr und kein Schaukelpferdchen mehr und kein Halbdutzend Backstand. Aber man könnte ihnen stattdessen, was könnte man den Feines denn hier hinstellen? Vielleicht, Moment, da können wir doch mal im Inventar gucken, haben wir noch eine Couch? Eine Couch haben wir noch. Brauchen wir den hier eine schöne, chillige Couch hin, so schief hier in die Ecke. Haben wir noch ein paar Blumen? Haben wir noch ein paar Blumen? Nein, haben wir nicht. Dann aber ein Bücherregal haben wir noch. Können wir hier hinbauen? Super. Super schön. Jetzt haben die Mädels hier was drinne und vielleicht können wir noch so ein Tischchen mit einem Blümchen. Super. Was ist das? Was? Nein, ich will in die andere Richtung. So, dann kann man den doch. Warum schief? Ich will den drehen. Mann. Dreh dich. Nein. Dann halt schief. Mein Gott. Und den packen wir ihr doch ins Inventar. So, legen wir auf jeden Fall hier hin. Was haben wir hier? Ach, wir haben hier noch ein Kochfeld. Super. So, ist das Regal hier größer? Oh ja, ein bisschen. Kann man einmal verkaufen oder so. Okay. So, dann kriegen die Mädels noch einen schönen Teppich. Einen schönen. Ein Rot. Bam. Und dann machen wir einmal das Bett hier noch ein bisschen schöner. Kriegen die da jetzt auch... Oh, nee, nicht kopieren. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte es doch verschönern. Und zwar so eine Bettdecke. Ja, los. Hallo. Hat sich das jetzt nicht geändert hier? Aha. So, und jetzt hier unten kommt auch eine andere Bettdecke hin. Und zwar... La 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 la. Die.
Super. Schön. Aber rot, rot und rot. So. Okay. Dann spielen wir jetzt hier einfach mal weiter. Sims können neu kreieren. Bla 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 bla. Sie hat das Gebiet des Logik erfahren. Nein. Ja, dieses Blöde. Ist im Restaurant. Hab schon mal keinen Bock drauf, Junge. Mach schon mal nicht. So. Wer putzt denn hier? Wer von unseren imaginären Freunden putzt denn hier? Moritz war's. Ein Objekt auf dem Schachtisch. Du möchtest einen Trank entdecken. Ja, dann, weißt du was? Dann mach das doch. Dann mach das doch. Zaubertrank entdecken. Wenn du das möchtest, dann mach das doch einfach. So, eine super Sache. So. Phantasius, was machst du? Ja, genau. Logik. Gucken hier. Festtagsbeleuchtung. Du willst den Boiler reparieren. Ja, kriegen wir auch hin. Das könntest du dann machen. So. Die Mädels lassen wir ja erstmal so. Können wir immer noch später verändern. Und du hast einen Zaubertrank. Einen Trank hast du. Den schenkst du nämlich dann, glaube ich, Cheyenne, würde ich sagen. Ja, Cheyenne kriegst du den. Oh Gott, ja, voll im Gen-Marathon hier. Und dann könnten wir, was könnten wir denn hier säubern und besetzen? Dann schauen wir doch mal, was wir da Neues reinpacken. Du hast bis jetzt nur deine Fähigkeiten im Malen und du bist athletisch und Seglerin. Dein Sims liebt es, sich auf dem Boden aufzuhalten. Dein Sims hat mehr Glück, wenn er ein Boot vom Boot aus angelt. Dein Magen deines Sims macht der Seegang. Ah, cool. Dann können wir ihr doch rein theoretisch auch ein Bütchen kaufen. Ein Segelbütchen. Transportmittel kaufen. Was nehmen wir denn? Du kriegst auch ein Segelbötchen. Zack, hast du das im Inventar und dann kannst du doch da gleich mal einfach mit rumschippern. Und dann einfach Boot fahren gehen. Fände ich cool, mach das mal. Einfach Boot fahren gehen. So. Was ist los hier? Warum freest das hier? Warum? 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 Ich finde das scheiße. Phantasius hat beobachtet, wie ein Meteor vom Himmel gefallen ist. Und sie hat ein Bild beendet. Wunderschön. Nee, ich habe doch gesagt, du kannst ja jetzt aufhören und dann gehst du oben Zaubertränke. Eine Carolina-Dosenschildkröte, eine Rotwangenschildkröte, eine westliche Zierschildkröte. Die finde ich gut. Wohin, was los? Klicke aufs Meer, um dort mit dem Boot zu fahren. Okay. Mache ich. Und zwar fahren wir... Wo fahren wir denn hin? Hier hin. Oh, falscher Sim. Hat sie das jetzt angenommen so? Kann man hier jetzt hinfahren? Hier hin schippern. Ja. Haben wir doch. Macht ihr das jetzt? Da, wo ich hingeklickt habe? Tatsache, da schippert sie los. Wunderprächtig. So. Wir haben ihnen ja auch schon ein Lebensziel gegeben. Verkauf von Tauchsammelobjekten. Okay. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, dass du auch einen Tauchshop kriegst. War ja dein Wunsch irgendwann mal, aber war zu spät. Habe ich nicht erfüllt. So eine Frechheit. Einsiedlerkrebs verkaufen. Zählt das jetzt? Ah, ein cooles Zählt. Bist jetzt unterwegs? Du bist unterwegs. Prima. Segelfreunden. Freuden. Was? Schildkröte einen Namen geben. Ja, machen wir. Nehmen, benennen. Wo ist denn da? Benennen. Iggy. Was denn, wie nennen wir sie denn? ich habe keine Ahnung. Wanda. Kreativ, ne? Wanda. Von Cosmo und Wanda. Kosmisch. Ich habe einen Frosch im Hals. Irgendwie muss ich mich die ganze Zeit
Respawn. Voll nervig. Bei wem klingelt's denn? Klingelt's bei dir? Dann geh doch mal ans Teflon. Glückwunsch. Level 3. Sehr gut. Du bist beschäftigt, hast du noch nichts entdeckt? Nein, hast du nicht. So. Nope. So, und dann... Wo ist der Buchladen denn hier? Buchhandlung, Bücher kaufen. Weil ich möchte ihr gerne die Gartenfähigkeit beibringen, wenn sie nämlich dann demnächst auszieht, was ja auch irgendwann soweit sein wird, in den nächsten 6 Tagen hier, möchte ich, dass sie zumindest die Gartenfähigkeit besitzt, damit sie, wenn sie auszieht, dementsprechend vielleicht Nachwuchs bekommen kann. Fände ich ganz cool. So, was machst du, Vantasius? Blöse. Wie wär's mit weitergucken? Aber wobei... Hier wird 2 Flaschenposten an den Ort. Ja, okay, können wir versuchen. Aber bevor du das machst, Fantasius, doch erstmal zur Toilette und dann gehst du doch nochmal schlafen. So. Diese Frage ist, wo finde ich diese blöden Flaschenposten? Das finde ich so ein bisschen, Die liegen doch bestimmt hier irgendwo random am Strand oder so, ne? Hier vielleicht? Nö. Hier liegt schon mal nichts. Wo finde ich Flaschenpost? Von imaginärem Freund erzählen. Okay. Fähigkeiten. Und zwar... Garten möchte ich haben. Reiten, soziales Netzwerk, Gartenarbeit. In den Warenkorb. So, dann kaufen wir direkt Gartenarbeit 2. Objekte kaufen. Wunderprächtig. So. Verflixt. Unglaublich. Ach, guck mal, ich muss sogar nur die Hälfte zahlen. Traumhaft. Liegt hier eine Flaschenpost? Weil die Mutter muss doch auch Flaschenposten sammeln, ne? Nur wo sollen die denn sein? Die können ja überall sein. Die finde ich doch nicht beim Tauchen, oder? Wo finde ich Flaschenpost? Sagt mir das jemand? Okay. Von imaginär. Was machst du denn jetzt? Im Boot sitzen. Gehen wir doch mal hin. Wie wäre es, wenn du von hier aus ein bisschen angelst? Angeln. Kannst du das super gut hier? Du kannst das auch, oder? Super. Du bist dann auch beschäftigt. Mit Schildkröte spielen. Okay, was machst du? Stinksaft erstellen. Anhören. Du bist jetzt gerade erstmal... Wen findest du sexy? Etwa deinen besten Freund Moritz? Aber du kannst mit ihm nicht shakern, ne? Nee. Achso, du musst dich, glaube ich, jetzt erstmal duschen. Aber da ist die Mama gerade. Was möchtest du? Auf dem Teich Schlittschlaufen. Ist soweit. Ist schon wieder Winter hier. Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dich gern besser kennenlernen. Tatsache. Es ist tatsächlich, aber dafür muss er ja erstmal... Oh, okay. Sollten wir vielleicht mal reingehen danach. Aber sie können ja noch gar nicht shakern, weil es ja ihr imaginärer Freund ist. Duschen. So, dann gehen wir duschen. Und du bist angeln. Du musst auch, glaube ich, gleich zurück, ne? Neuen Block erstellen. Okay. Du möchtest auch einen Zaubertrank entdecken. Also wie wär's dann, wenn du erstmal dann nach Hause kommst, Roselle, und dann duschen gehst. So, und dann kannst du vielleicht irgendjemanden von einem imaginären Freund erzählen, wenn das dein Wunsch ist. Fantasius schläft und du... Kannst jetzt die Toilette hier benutzen. Was machst du? Ja genau, Futter nachfüllen. Sehr gut, mach das mal. Schraubenschlüssel zur Hand genommen. Dann gehst du mal noch zur Toilette und säuberst den Spaß hier. Und dann mache ich hier auch schon wieder einen Cut und hoffe, dass ich gleich dass ich später keinen Frosch mehr im Hals habe, weil das ist schon nervig. Also sage ich, tschüssen.